Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Duell Hearthstone, Eskasa gegen Gredel. Der Gredel ist diesmal unterwegs mit dem Schurken und ich selber bin unterwegs mit dem Krieger. Wollen wir nochmal gucken, ob wir die Siegesserie noch ein bisschen weiter ausbauen können oder ob ihm in der Zwischenzeit was Neues, Tolles einfällt. Das behalte ich so, wie es ist. Mal gucken. Leider Münze noch dazu. Fangen wir als zweites an. Ein bisschen Sorgen macht mir die Heldenfähigkeit vom Schurken, die ja schlicht und ergreifend der eine Waffe anlegt mit 2-1. Also mit 2 Angriff. Mit einem Angriff und 2 Haltbarkeit. So. Bupp, da drückt er mir auch direkt erstmal einer auf die Mütze. Wohl erstmal eine tierische Frechheit, also. Oh. Nutzen wir unsere eigene Heldenfähigkeit und bauen uns etwas Rüstung auf. Da muss er erst die Rüstung kaputt machen, bevor er uns dann wirklich weiter nerven kann. Nur zusehen, dass wir ihn irgendwo so nerven, dass er gezwungen ist, auf andere Sachen zu springen, als auf meinen armen kleinen Garrosch. Ja, er will es aber wissen hier. Stresst er jetzt schon. Das ist ja wohl der Hammer. So. 3. Ich mache ihm erstmal einen Spott. So. Da muss er jetzt erstmal drauf reagieren. Gucken, was er da macht. Hauptsache, ich habe erstmal einen Moment Ruhe und der springt mir nicht wieder direkt ins Gesicht. Das ist ja doch etwas lästig. Macht er erstmal direkt Aua. Nochmal direkt Aua. Er baut jetzt schon ganz schön Druck auf. Ich habe noch 24 Lebenspunkte. Mein armer kleiner Tank ist auch schon angeschlagen. Ist natürlich alles nicht ganz so prickelnd. So, die Waffe hebt er sich erstmal auf. Das heißt, er kriegt die 3 auf jeden Fall erstmal ins Gesicht. Dann haben wir noch 4 über. Werden uns auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Rüstung holen. Werden im Zweifelsfall noch eine Karte ziehen. Und dann halt erstmal die 3 ins Gesicht. Fertig. So, was macht er nun? Vernichte deinen feindlichen Diener. Ja. Und dann kommt er nochmal angesprungen. Zack, muss aber erstmal wieder Rüstung abbauen. Und dann sieht das Ganze so aus. So, dann haben wir 5. Setzen wir ihn in einem neuen Tank vor die Tür. Und nehmen die eine auch nochmal mit. Fertig. Jetzt ist er erstmal arg gezwungen, wieder mein Tank. Ja, hat er nochmal das Ding. Jetzt hat er noch 2 Lebenspunkte. Nimmt er meinen Zauberlehrling erstmal weg. Und da kassiert er sich sogar die 5. Packt sich eine neue Waffe drauf. Okay. Dann müssen wir jetzt anfangen, mal ein bisschen zu stressen. Und das werden wir dann auch machen. Legen ihm einen Ansturm vor der Tür. Drücken ihm die noch mit rein. So, ist aber 13. Fertig. Jetzt konnten wir den Druck ein bisschen umdrehen und er ist jetzt erstmal gezwungen zu reagieren. Mit 13 Lebenspunkten ist es natürlich auch nicht mehr so viel. Waffe habe ich nicht angelegt, das ist gut. Dann kassiere ich nochmal 3. Davon war 1 zum Glück der Rüstung. So. Na, dann können wir doch da nochmal direkt weiteren Druck aufbauen. Die Frage ist halt nur, ich müsste die ja eigentlich noch erstmal loswerden, damit ich da Ruhe habe. Ich werde euer Tod sein! Ja, du wirst mein Tod sein. Hahaha. Was jetzt?
dass ich nicht lache, du und mein Tod. Ich überlege, ob ich mir die hier raushole, damit ich nochmal da draufsetzen kann. Den Ansturm wahrscheinlich hier auf einen der beiden drücken, damit ich mir da keine noch kassiere. Oder halt nochmal einen Tank ausspielen. Ich werde ihm nochmal einen Tank vor die Tür packen. Und auf jeden Fall gezwungen, mich anzugreifen erstmal. Das reicht so direkt nicht, um mich zu zerstören. Dann kann ich ihm da nochmal reinspringen. Einmal noch Rüstung und fertig. Jetzt hat er noch 9 Lebenspunkte. Kann von daher natürlich nicht mehr so viel machen. Ich kassiere jetzt erstmal 2 Schaden. Da ist meine Rüstung wieder weg. So, da sind seine beiden Ads weg. Er packt mir den Grizzly vor die Tür und springt mir ins Gesicht. So, holt sich eine neue Waffe und macht ihm 2 Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt so weiter agiere, also werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal seinen Grizzly wegmachen müssen. Hat mich ja gezwungen. So, dann haben wir noch 5 übrig. Das heißt, wir können also ganz bequem erstmal noch den hier mit ausspielen. Kriegst dann nochmal 3 auf die Mütze und den Grizzly noch dazu. Dann haben wir einen Spott und fertig ist. Dann haben wir noch 4 Lebenspunkte. Da kann er natürlich nicht mehr so sonderlich viel mit anfangen. Und nächste Runde ist er eventuell vielleicht hin oder auch nicht. Packt er nochmal einen Tank vor die Tür. Ich ziehe auf jeden Fall erstmal 3 Karten. Was anfangen? Ja, eigentlich ja nicht wirklich. Das ist leider nicht. Ich hatte jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass sowas wie die Nachtelfe da kommt, da die mit 1-1, da hätte man da schon einmal Schaden drauf machen können, hätte den feindlichen Diener vernichtet und man hätte dann Was direkt bei ihm ins jetzt? Gesicht springen können. Ah, aber das können wir deswegen trotzdem immer noch. Wir opfern unseren Tank, richten den hin und vernichten. Damit steht es jetzt 4 zu 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sage Tschüss und bye bye.